Und da sind wir ja schon wieder zurück bei einer weiteren Runde von Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Wir haben in der letzten Runde Raimon neu besiegt, also das Inazuma Caravan, und haben das Brett abgeschlossen. Jetzt haben wir eine wunderschöne Überraschung freigeschaltet, die wir uns gleich angucken werden. Und es ist... Kanon! Muss ich da den A-Knopf drücken? Ah, okay. Ah, okay, ich verstehe. Gott, das ist aber ganz schön nervig. Au, voll am Kopf. Ich werde mich einfach an die hier reinstellen, so nah es geht. Aua, und dann gleich einen Ball ins Gesicht kriegen. Gut, dass Kanon genauso inkompetent ist wie ich. Das klappt. Aua, das klappt ja hervorragend. Oder wir haben zwei Gleichzeitig erwischt. Gott, ist das ein Scheiß! Ja, den Schlag in die Fresse hast verdient. Das ist das beschissenste Minispiel gleich nach dem ersten. Gut, dass wir das jetzt auch erledigt haben. Oh, kommt Ore jetzt schon? Hi. Aber ich glaube, für Ogre sind wir noch eindeutig zu schwach. Wie sollen wir denn da an dem Torwart vorbeikommen? Ich glaube nicht, dass Tsurugi den Power creepen kann. Oder? Ja. Tsurugi, wie sieht's denn mit uns beiden aus? Du freust dich, ne? Ich freue mich auch. Kannst du Power creepen? Ja, kannst du. Wart mal ab, bis deine Leiste voll ist. Dann werden wir zwei sehr gute Freunde. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Und hier haben wir TP. Gut. Da gebe ich zurück, wie man das gleiche. Durch Ballkontrolle. So, erstmal werden wir ein bisschen shoppen gehen. Wir haben schon wieder einiges zusammengesammelt und wir müssen mal langsam unsere Charaktere upgraden. Wir rennen hier immer noch mit den Standard-Raimon-Leuten rum. Das kann's doch nicht sein. Und ich will Shadow unbedingt kaufen. So. Mein erster Deal des Tages. Lässt dich knuddeln, Wuschelbirne. Ich hab dich vermisst. Keine Ahnung, warum ich Shadow gerne mag. Ich mag ihn einfach gerne. Der hat so einen fluffeligen Kopf. Ich mag fluffelig. Den neuen Endo können wir gleich auch noch kaufen. Und den neuen Goenji. So. Ho. Könnten noch Azio. Wobei, also ich weiß nicht, Azio Fubuki wird, zählt, glaube ich, nicht zu dem Fubuki. Also die haben eine getrennte Freundschaftsliste. Das klingt bizarrer, als es ist. Ah, verdammt, wieder eins zu weit. Oh, es ist auch Inara immer. Oh, wow, dadurch, dass sich der Teikoku Kido so hochgelevelt hat, ist der dem Raimon schon mittlerweile überlegen. Ist das hier auch so? Jo. Aber die können mehr Techniken und sind im Long Run gesehen stärker. So, wen schmeißen wir denn für Shadow raus? Was für eine Frage. Nehme ich den? Oder nehme ich den? Nehme ich den? Der hier hat ein paar Cs mehr. Und er hat gute Laune. Kein Wunder, er ist jetzt auch bei uns im Team. Oh, ich sollte sie vielleicht noch einsortieren.
So, oh, Shadow hat sich gleich an seine angestammte Position hingestellt. Da steht er nämlich fabulös, um genau zu sein. Fabulös. So, ihr könnt doch jetzt bestimmt neue Sachen, ne? Nein. Nehmen wir Twin Boost oder nehmen wir Kaiserpinguin? Wir nehmen Twin Boost. Die haben wir immer noch. Ebenso uns beiden. So, Grund. Du hast doch jetzt, glaube ich. Hast du jetzt mittlerweile eine Level 3-Technik? Nein, du hast nur. Wow, du bist immer noch genauso nutzlos wie vorher. Das heißt, vorher warst du nicht nutzlos. Es war einfach. Du brauchst halt einfach langsam ein Update. Irgendwie voll fies. Ich meine, Tsurugi startet mit einer Level 3-Technik, haut hier alles weg und klein Goenji, der läuft hier nur mit einer Level 2-Technik rum, weil er nicht weiterkommt, bis wir den Inosuma Japan Goenji gekauft haben. Und dann hat Tsurugi später noch seinen fetten Avatar, er kann Maxi-Maxen, hat mit Hakuryu noch ein paar Schüsse, der auch Maxi-Maxen kann. Ja, Goenji. Du wurdest gepowercreept, offiziell. Ich benutze das Wort irgendwie voll gerne, aber es ist auch so zutreffend. Du bist immer noch der gleiche wie vorher, ne? Ja. So, hat Endo irgendwas Neues ausgelernt? Ja. So, hier bleiben wir mal bei Erde. Das gibt nämlich einen kleinen Bonus. Oder ich muss sagen, vom Element her hat Gender eindeutig die besseren Karten. Es gibt nämlich, also wenn ich mich recht entsinne, sind die meisten Stürmer sind Holz. Da ist Feuer stark gegen. Es gibt sehr wenig Erdstürmer. Ich glaube, da gibt es nur zwei von. Also zumindest im Paar Strikers gab es nur zwei von der Sorte. Oder drei. Kann mich natürlich auch erzählt haben. Und da hast man auf jeden Fall schon mal den Elementvorteil. So, jetzt sitze ich hier die ganze Zeit rum und quatsch hier rum, statt hier mal was zu machen. Okay, da sind wir ja noch eindeutig nicht reif genug für. Es ist ja Zeit, dass wir uns auf Brett Nummer 2 vorwagen. Ein bisschen stark genug, um eine Ogre zu besiegen, heißt das. Dann werden wir zurückkehren. Und Ogre kaputt machen, wie es sich gehört. Ah, Leocott Island. Ich vermisse dich. Hi. Ich hasse euch jetzt schon. Ja, Tsurugi, hast den Ball. Hallo! Na, kommt deine Endlich-Frau dagegen an? Ja, tatsächlich. Interessant. Danke. Ich wollte dich gerade höflich um den Ball bitten. Hi! Ich bin nur die Aushilfe. Ich putze hier nur. Du bist nicht geladen. Und haust dir Patrick um die Ohren. Und den Ball. Wow, Shadow, meine Güte. Da liegt jemand vor. Hätten wir Publikum, würde das toben. Es ist ein erstes Spiel und schon gleich schießt du ein Tor. Und witzigerweise haben wir kein Publikum. Aber wir haben einen Sprecher. Wir haben kein Publikum, aber wir haben einen Moderator. Fragt mich nicht, warum wir einen Moderator haben, wenn wir kein Publikum haben. Da, die Bänke da hinten sind alle leer. Da sitzt nicht einer. Da sind nicht mal unsere Trainer. Die sind wahrscheinlich da drin und trinken Kaffee, während wir hier zugange sind. So. Oh, da hat jemand keine TP mehr. Ist ja interessant. Das ging ganz schön schnell.
ネオジャパンのキックオフで試合再開です。さあ追いつけるか。Ja. Na gut, schieß mal da. Haben wir da irgendwas, was da abwehren kann? Nö, okay. Dann müssen wir das eben selbst in die Hand nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zack, was geladen. Ich schieße. Ah, wunderschön. Ja. Okay, ich nehme den. Kage geladen? Wo ist Kageyama? Kage, habe ich dich aus dem aussortiert? Kage, ich glaube, ich habe ihn aussortiert. Upsi-bupsi. Shadow, das ist vielleicht nicht der Ort, wo man wo du sein solltest. So, dann wollen wir ihn mal ein bisschen um seine TP erleichtern. Oh, der hat ja noch nicht mal genug für eine Level-1-Technik. Hätte ich das eher gewusst. Seufz. Das ist Schiedsrichter, das war doch kein Foul. Ich habe ihn zärtlich berührt. Oh, das war nicht. Geh aus dem Weg. Geh du mir aus dem Weg. Der ist geladen, ich schieß von hier. Wenn Genta immer noch keine TP hat, dürfte das reichen. Er hat schon wieder TP. Na gut, gleich nicht mehr. Wow, lass mich in Ruhe. Let me go, ich will doch nur meinen Frieden. Und ein Tor. Alter, wie mies! Ja, dann schieß. Lässt er sich nicht zaubern sagen. Gerino, Keria, seid ihr da hinten bereit? Nö. Viel Smallwort. Welch Ironie! Ja, schieß! Danke. Karriere zum Ball hin. Dankeschön. Lass mich in Ruhe. Ich schieß von hier. Genta muss da hinten ja was zu tun haben. Dankeschön. Dafür kann man Tenma sehr gut gebrauchen. Bei Genta habe ich witzigerweise das Gefühl, dass der nicht so oft aufgeladen ist. Ich meine, hier Tachimokai war ja fast alle Nase geladen. Aber er hier. Nö, war nicht so. Danke. Weil wir es können. Oh, schön, er hat dich geblockt. Sehr schön. Den nehme ich. Und den möchte ich ganz gerne behalten, wenn ich darf. Nicht? Okay. Aber ich wollte es wahrscheinlich für, wenn du ihn auch haben willst. Alter, ist aber klein. Welche Schuhgröße hat der bitte?
natürlich, ich stehe einen Meter vor ihm und meine Leiste so, ne, vorbei. Und er so, ich schieß lieber, bevor hier was passiert. Ist Shadow noch nah genug dran, dass er Dings das kann? Nö. War der überhaupt aufgeladen? Ich hab keine Ahnung. Das ist mir an sich auch egal. Hat er gut gemacht. Oh, zurück ist gleich. Und los geht's. Ah, jetzt ist er mal geladen. Und trotzdem macht er sich seine Level 3 Technik. Genda, was ist los? Bist du mal wieder kaputt? Ist es mal wieder soweit? Der dachte sich wahrscheinlich so, ich schieße aber mit Level 1 mit meiner Level 1 Technik, damit ich überhaupt zum Schuss komme. Müsste eigentlich reichen. So. Läuft gut für uns. Ich kann nicht klagen. Ja, wir haben, ich glaube, wir haben Kageyama für Shadow rausgenommen, ne? Frage, wollen wir Tenma stattdessen rausnehmen? Aber ich finde, Tenma ist eigentlich ziemlich gut geeignet, um einfach loszuschießen. Vor allem, weil Tenma noch eine Abwehrtechnik hat. Lassen wir den erstmal stehen. Aber war Kageyama echt gut? Ich mochte den voll. Boah, auf der anderen Seite. Können wir nicht mit 12 Spielern spielen? Alter! Rupp mich nicht um! Ich hab gesagt, rupp mich nicht um! Jo, lass mich in Ruhe. Jo. Sakuma. Ich warte auf meinen Kumpel Sakuma. Oh, er hat schon wieder genug CP, um seinen Drittsmasher rauszuholen. Jetzt hat er nicht mehr genug TP dafür. Finde ich schön, wie das Cape da immer noch hinterher weht. Der Sieg ist diesem Cape ein... Oh, voll vorbei, Glitch. So. Oh. Ich hab genau eine Nanosekunde zu spät reagiert. Hat sich gelohnt, Tenma im Team zu lassen. Au, voll. So, jetzt geht Gott mal wieder spazieren. Ah, es ist so gut, das mal bei anderen zu sehen. Statt das mal selbst in die Fresse zu kriegen. Hi, ich schieß von hier. Überredet, du bist geladen. Ach, Shadow, ich wünschte, du könntest eine Level 3 Technik. Ja, warum nicht? Das ist nur eine Level 2 Technik. Holen wir doch mal sicherheitshalber die Level 3 Technik raus, weil wir es können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die normale Level 2 Technik auch gereicht hätte. Alter, behalt deine Dingsens bei dir. Deine Latschen. Ich will deine Füße nicht und schon gar nicht, will ich die meine eigenen Hacke nicht haben. Hat zwar nur für deine zweite Technik gereicht. Oh. Butter. Ich habe gerade wirklich Butter gesagt. Ich bin an ihm vorbeigelaufen, das tut mir leid. Ah!
Vor allem dadurch, dass es eine Level 1 Technik ist, ist es viel riesiger. Es ist sehr günstig. Und vor allem für Goenji ist das schön, der davon sehr profitiert, dass er einfach schießen kann, wenn er aufgeladen ist. Leider ist er nicht die stärkste. Wir sind beide geladen, das ist ganz schlecht. Schön, ich muss jetzt warten, bis Sakuma da ist. Toll, die sind beide geladen. Wenn einer von ihnen eine Block-Technik kann, gibt das bestimmt nicht rein. Das ist der Nachteil an Kido. Er kann mit allen und jedem was machen, aber alleine ist er nutzlos. Schön, er hat alle drei umgehauen. So lobe ich mir das. Ist da wer genaht? Oder muss Endo seinen Finger heben? Oh, Endo ist geladen. Auch gut. So, Apollo ist da. Hier ist gerade niemand geladen. Na gut, wenn man 9-0 vorne liegt, kann man sich, glaube ich, mal eine kurze offensive Verschnaufpause gönnen. Allerdings bin ich ehrgeizig und würde verdammt gerne die 10 noch reinkriegen. Oh, ich hätte 2 Sekunden länger warten müssen. Death Drop geht aber nicht rein. Schon gar nicht da. Dass das reingeht, ist sehr unwahrscheinlich. Ich könnte jetzt mit Shadow den Ball wegnehmen, mit der Verteidigungstechnik, aber Shadow kann schießen. Ich weiß nämlich zufällig, dass da jemand ein bisschen knapp bei TP-Kasse ist. Alter, Koji ist voll der Abstauber. So, ich glaube, so können wir ganz gut nach Hause gehen. Ich glaube, da kann ich mich dann nach dem... Aua, da kann ich mich nach dem Spiel noch auf die Social-Media-Plattform mit Licht blicken lassen. So, du warst zu weit weg vom Ball. Schießen wir mal von hier, weil wir es können. Nein, dass Goenji geladen ist, ist sehr unwahrscheinlich. Der hat nämlich gerade erst geschossen. Aber immerhin lockt es dir eine Technik aus dem Ärmel. Sakuma, würdest du bitte in den letzten Sekunden, die wir noch haben, antanzen, dass wir noch schießen können? Ich wollte gerade schießen. Müssen die beiden echt mal ein bisschen näher zusammenstellen. Dabei stehen die entspannt. Na gut, dann soll uns das 10-0 reichen. Glaub, da können wir ganz gut schlafen heute Nacht mit, ne? Oh, es gab sogar Geld. Sag mal du. Hast einen voll, sehr schön. Beziehungsweise hast die Leiste fast schon wieder voll. Gar nicht. Avatar gab es, glaube ich, beim zweiten Mal voll und Miximax beim dritten, glaube ich. Gott, das ist Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Yay. Yeah. Wir können sie anwerben, das Trigo kaufen und im Freundschaftsspiel gespielt. Hallo, Haruna. Jetzt können wir auch mit dir managen. Das klingt irgendwie falsch. Oh. Da ist eine Truhe. Die nehme ich mir doch gerne an.
Gibt's da ein Buch? Krieg ich das Buch? Ja, schau, ich krieg das Buch. Oh, das ist sogar eine TP-Fibel. Sehr schön. Was gibt es hier? Kann ich mitnehmen. Müssen. So. Jetzt geht's. Okay, wir könnten da lang gehen, dann müssten wir gegen Kurimatsu. Und da ist Midorikawa. Da wäre das erste Spiel. Interessant. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zurück. Dankeschön. Ich möchte gerne diese TP-Fibel, die wir gerade gekriegt haben, die möchte ich gerne Kirino geben. Damit der seine Level-3-Technik öfter einsetzen kann. Kari hat auch so wenig, der kriegt auch mal was dazu. So. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Ich finde diese Bretter immer so irritierend. So. Was gibt es hier? Reifenziehen. Okay. Da weiß ich zufällig ganz genau, wie das geht. Das hat mit einem gewissen Knopf zu tun. Und das ist ein A-Knopf. Ich bin voll schlecht in sowas. Wo ist Jutes, wenn man sie braucht? Auf den Schreck muss ich erstmal was trinken. Ah, Gott. Jutes hat ihn so abgezogen. Der hätte nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Die ist die wahre Artrückmeisterin hier. Im Button-Smashing hat noch niemand Jutes geschlagen. Niemand. Ja, wir können Kurimatsu erwerben. Wow. Das Buch ist in der Mitte. Okay, da geht's zum Spiel. So, was haben wir da oben? Ja, noch mehr A drücken. Ich habe ja heute noch nicht genug A gedrückt. Weil das finde ich eigentlich wesentlich einfacher. Wir spurten ihn einfach weg. Kein Wunder, dass du aus der Nationalmannschaft geflogen bist. Also wenn du auf dem Platz genauso spielst, wie du diesen Reifen gezogen hast, wundert es mich nicht. So, damit können wir Midorikawa anwerben. So, und bevor wir dann zum nächsten Spiel kommen, werde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Und sonst wird der Part ein bisschen zu lang. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich sehr freuen. Also bis dahin. Ciao!